quatscht ihn erstmal die Kiste voll. Genau. Das war Kai aus der Kiste. Nachwirkungen. Also ich glaube, das ist eine Verarschung, dass ich die alle kaputt treten muss, um Loot zu kriegen. Da geht es bestimmt nur um die, die ich auch selbst töte. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun. Was haltet ihr davon eigentlich, dass ich den Chat deaktiviert habe im Bild? Dass man mehr von dem Spiel sieht. Zum Wohle der Menschheit. Alternative wäre natürlich, eine Maske zu bauen, die ich auch zufällig habe, wo ein Fenster fürs Spiel ist, ein Fenster für die Kamera, ein Fenster für den Chat und alles andere wird dann aufgefüllt mit Social Media Gedöns und so. Wäre eine Möglichkeit, oder? Chatfreies Bild ist mal gut, mal doof. Ja, genau. Genau, das denke ich nämlich auch. Am Anfang fand ich es noch eine coole Idee. Gerade für so Streams, wo keiner schreibt, wo einfach keiner da ist. Und dann stehen da halt die ganze Zeit die Bot-Einblendungen, ne? Von Stream Elements, ne? Was weiß ich. Holy Energy oder was weiß ich. Und das finde ich dann scheiße, ne? Wenn das Einzige ist, was dann auf dem Bildschirm da steht die ganze Zeit. Oh. Aber wenn wir lustige Gespräche haben, dann bin ich natürlich geknickt, dass man die gar nicht sieht, dass man die nicht nachvollziehen kann. Also okay, vielleicht probiere ich die Maske mal aus, die ich da habe. Ne, die gehört ja zu meinem Paket mit dem Runen Theme. Ist das Spielbild halt kleiner natürlich, ne? Also für Mobilgeräte ein bisschen doof. Aber wenn ich so von mir ausgehe, kann ich die töten? Nee. Gucken die meist noch eher auf dem Fernseher oder auf dem PC. Also großes Bild. Was ausreicht. Alter! Hörst du auf? Guck mal, Alter. Ah, ausgewichen. So, gib mir Loot. Jawohl. Gesundheitsriegel. Maske flottert zum Aufschlag. Ja, genau. Oh, ich hab die Darth Vader Maske. Ich hab Thor. Oh, kennt ihr eigentlich meine Hulk-Fäuste? Beziehungsweise von meinem Sohn, ja? Also nicht meine. Ah, guck das an. Ist das geil? Das sind Boxhandschuhe. Die kannst du anziehen, also Kinderboxhandschuhe. Die kannst du anziehen und dann kannst du Hulk Smash. Wie geil. Die halten ordentlich was aus. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt. Ich habe den niedrigsten Schwierigkeitsgrad, ne? Ich erwähne es mal nochmal. Thor macht dich anders. Ich habe Mjölnir unten, also Mjölnir ist ja eh so ein Ding. Mein Handy heißt Mjölnir. ich habe Mjölnir auf der Brust tätowiert. Und ich habe so einen großen Mjölnir, also lebensgroß. Voll geil. Beziehungsweise mein Sohn, ja, also. Das sind Sachen, die mein Sohn geschenkt kriegt und dann mitbringt zu mir und dann hier lässt. Weil wir damit dann halt auch ordentlich spielen. Wenn wir uns dann beide als Superhelden verkleiden, gegeneinander kämpfen und so. Hier an der Wand. Also ich kann die Kamera jetzt schlecht drehen, aber Spider-Man in Lebensgröße als Ballon. Ne? Also der ist aufgeblasen. So als würde er an der Wand kleben.
Und dann habe ich den da an die Wand gehängt. Und das ist total geil, weil wir haben auch solche... Pass auf. I show you. Wir haben Nerf Guns. Weißt du, die sind ja mega geil. Mit den Patronen hier. Und dann machen wir Zielübungen. Ja, wird dann hier geladen und dann... Und dann wird auf Spider-Man geschossen. Ah, wir haben immer Spaß, wenn der Kleine da ist. Ich habe norwegische Wurzeln. Ist im Blut bei mir. Ja, das ist mir bekannt. Also, das weiß ich irgendwoher. Norwegische Wurzeln, das ist geil. Oh, ich sehe gerade, der Nachrichteneffekt hat 20 Bits gekostet. Also 20 Cent. Aua. Aber danke, vielen Dank. Ja, deswegen kenne ich diese Effekte nicht. Mit Bits habe ich mich so noch nicht auseinandergesetzt, weil ich die schon so ein bisschen Abzocke finde von Twitch. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber was zahlt man für 100 Bits? Euro 50 oder so? Euro 60? Ne, also man zahlt so viel und hat einen Gegenwert von einem Euro. Das ist schon hart, oder? Oh, ne, da muss ich rüber. Ja. Trinken. Dankeschön. Prost. Jacob, hier drüben. Komm schon, Boah, das ist eine Katze, Gott sei Dank. Ich hab gedacht, ich muss sterben. Was soll sie aufhalten? Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von einem Plan erzählt. Ja. Ja, erzähl von deinem Plan. Ah, vielleicht ist euch aufgefallen. Ich habe viele, viele von den Chat-Nachrichten von den automatischen deaktiviert. Deaktiviert oder verändert oder die Zeitspanne weggemacht. Weil das ist mir selber auf den Sack gegangen irgendwann, dass es viel zu viel war. Klar, zwar immer verschiedene Bereiche, sag ich mal, verschiedene Themenbereiche, aber trotzdem. Warum kommst du nicht? Ich meine, so viele Leute sind hier nicht im... Ah, volles Leben. Sind hier nicht im Chat, dass man in der Häufigkeit von 15 Minuten, was weiß ich, 10 Nachrichten rausballern muss. Das ist ja Schwachfug. Oh, eine Knarre. Deswegen habe ich das minimiert, so weit wie möglich. Dann habe ich Zeit, nicht ins System zu hacken. Eine neue Waffe drucken. Okay. 3D-Drucker im Knast. Geil. Oh, sorry. Mal die Kiste auf. Oh, ja. Das ist das Ding, ne? Treffen Sie eine Auswahl. Warte. Ich hab da noch was gesehen. Was ist das? Nein, ist nix. So. Freie Auswahl. Aha. Ja, Knarre. Will ich. Kaufen. Bau mir eine. Ah. Geil. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuh? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's.
Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lange hier und habe Privilegien, die du nicht hast. Also schicke ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Irgendwie traue ich dem nicht. Er ist schon lange da, hat Privilegien, die andere nicht haben. Ist aber zufällig ein Pilot, den ich befreien musste am Anfang, damit wir zusammen wegfliegen können. Schon komisch, ne? Nachdem du einen Komboangriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Okay, dieses türkisene Kreuz. Drücke und halte die rechte Maustaste und drücke dann schnell die linke Maustaste, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Ja. Jetzt können wir sie bestimmt zerstückeln. Das ist so atmosphärisch, ne? Das ist total geil. Wieder nichts. Okay. Haben die sich lieb oder? Oh. Hörst du auf. Jawohl. Oh, sterbende Schwan. Sieht aus, als würde sie infizieren und in diese Bestien verwandeln. Nimm den Aufzug runter zur nächsten Ebene. Folge dann den Schildern zum Medizinbereich. Ich melde mich. Ist denn hier kein Lift? Oh, Technikraum? Warte mal. Ich habe so das Gefühl, dass da wieder so ein Facehugger rauskommt. Dann mache ich immer lieber kaputt, ne? Und früher oder später kommen die garantiert. Was hängen die Waffen? Der hat doch gar keinen Halfter. Hm. Merkwürdig. Habe ich auch gerade gedacht, ne? Weil da ist ja diese Schnalle da. Vielleicht ist es wirklich magnetisch. Aber wer der... Ach guck mal, ne, die Waffe ist im Gürtel, ne, in der Hose. Und die Knüppel sind vielleicht wirklich magnetisch. Who knows? Oh, oh, das riecht nach Ärger. Da ist einer. Ob ich mich anschleichen kann und den überwältigen kann. Ah, schleich dich von hinten an. Stechen. All in your head. In your head. Some beer. Okay. Weiter geht's. Oh, Scheiße. Jo. Kann er sich auch schneller bewegen, ne? Wow.
Was willst du? Oh, das war ein Schlag, Alter. Junge. Der wollte echt, ne? Mir was antun. Okay, warte mal. Was haben wir denn verpasst? Was haben wir vergessen? Nix. Oh shit. Ich höre Dinge. Oh, da ist ja noch was. Hä? Von da sind wir gekommen. Okay. Boah, dann lassen wir eben kurz. Ich werde schreckhaft. Kann man da hin? Muss ich da hin? Oh, ich will jetzt nicht zu weit weg von der Route abweichen. Wenn das überhaupt die Route ist. Ah. Moneten. Okay. Gesundheitsriegel. Bon. Achso, ob der noch was für mich hat? Sicherlich nicht. Nee, das ist eine Verarschung. Nur die, die ich selbst töte, haben was dabei. Feuer auf 30 Hertz läuft, ne? Aber ja, sowas funktioniert. Alter, gibt's hier eine Map? Da finde ich mich ja nie wieder zurecht. Ja, ich stelle diesen Monat wieder den Rekord auf. Hab hier schon 2340 Kilometer runter. Alter! Mega! Mega! Ich hatte jetzt ein paar Mal die Situation, heute zweimal und letztes Wochenende, dass ich mich beeilen musste. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit nicht getraut, über 100 km/h zu fahren. Aber ich bin auf einem sehr guten Weg, sage ich mal. Ich glaube, das klappt wieder. Oh, was ist hier los? Ne, ich glaube, ich krieg das wieder hin, schneller zu fahren. 160 und trotzdem so weit, ne? Das ist schon Hammer. Das ist schon Hammer. Also ich fahre jetzt wieder 140. Also nicht immer, wenn es halt nötig ist. Und also ich gebe noch nicht Vollgas. Aber ich sag mal so, Voice-Gate-Stellung auf 50% ungefähr. Alter, ich habe doch geblockt. So. Ausweichen ist besser. Ohne Kopf, wie ein Huhn. Hab ja einen 100-Liter-Tank in der Karre. Da kommen wir bei moderater Fahrt auch unsere 1000 Kilometer. Alter, das ist 100 Liter, ne? Ich weiß noch, mein Audi 200 Quattro 20 V Turbo. Was ein ultra abgefahrenes Auto war. Hatte einen 80-Liter-Tank.
Das war der größte Tank, den ich bisher gehabt habe. Was war das für ein Baujahr? 89 oder so? Also, das war ja der Vorgänger vom A8. Ein Riesenschiff. 240 PS, 2,3 Liter. 20 Ventile. Sauber. Der war geil. Aber auch geil teuer. Alter, war der teuer. Aber ja, mit... Wie alt war ich da, wo ich den gehabt habe? Ich habe mit 21 den Führerschein gemacht. Also war ich da 22, ja. Noch bei den Eltern gewohnt, da war das dann okay. Aber als ich dann in eine Wohnung gezogen bin, musste ich mich halt entscheiden. Wohnung oder Auto? Ich kann sie nicht öffnen. Ich habe mich dann für die Wohnung entschieden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Also insgesamt glaube 120 Liter. Aber meist tanken wir da 100 rein, wenn der in den roten Bereich tingelt. Aber das ist trotzdem krass, ne? Alte Männer und ihre Autos. Hihihi. Bin doch nicht alt. Doch, ich bin alt. Ich bin alt. Ich geb's zu. Aber weißt du, was man sagt, ne? Männer reifen wie Wein, Frauen wie Obst. Haben in dem Opel auch einen 2,3 Liter Diesel. Ah, Diesel. Aber mir war es ein Benziner. Und ich musste, der hat so viel verbraucht, ne? Ich musste jeden, ich habe im selben Dorf, wo ich gewohnt habe, habe ich auch gearbeitet. Ich bin da hingefahren. 1,7 Kilometer ungefähr. Ansonsten dann halt samstags in die Disco. Lass es 60 Kilometer sein in die Disco. Hin und zurück dann 120. Ich musste jeden Samstag musste ich über 70 Liter tanken. Super Plus. Gut, bei den heutigen Spritpreisen ist nicht zu vergleichen. Aber damals... Autsch. Du bist doch nicht alt. Bist auf dem besten Weg, aber noch bist du nicht alt. Ich hätte gedacht, dass hier ein Knopf ist. Um die Tür hier zu öffnen. Aber ist nicht. Wäsche. Was soll ich denn... Was? Wat? Okay. Hätte ich vielleicht mal zuhören sollen, ne? Was der jetzt von mir wollte, dass ich tue. Ha. Bein abgetrennt. Und der Fuß zappelt noch. Geil. So. Der darf mich nicht entdecken. Ne, der entdeckt mich aber eh nicht. Der ist ja defekt. Hab einen! Ich muss wohl so ein Vieh suchen. Und jetzt? Sammle Implantate. Das kann nicht hergestellt werden. Ja. Ah, nee. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Ja, genau. Mach's blutig. Nur so kommst du durch die Tür. Jawohl. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, sich zu verändern. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich muss sie die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Chain. Warden Cole? Wo sind sie? In meinem Turm. Ich beobachte. Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Oh. Anscheinend war diese Pandemie initiiert.
Der ist kaputt. Den nehmen wir nicht. Kann ich da? Nein. Okay. Was sind die eigentlich über so Tankstellen? Das ist Defibrillatoren. Da kann man da seinen Roboter tanken. Nimm den mit den medizinischen Fledermäusen. Medizinische Fledermaus? Alle die Geräusche, ne? Ah. Hallo? Und die Klopperle. Ich hack dir auf die Finger. Achso, ja, genau. Genau. Auf Markt, Fledermaus. Ach. Das Thema ist verboten im Chat. Au. Oh, keine Munition mehr. Dann spielen wir Baseball. Flatsch. Lecker. Dankes. Oh, nein. Ich kann mich doch nicht entscheiden. Gehe ich jetzt links oder rechts? Oh, ich brauche einen Schuss. Jawohl. Ja, ich will erstmal hier gucken. Okay, da geht's runter. Wäscherei. Block. Aha. Steht da eigentlich irgendwo, was ich machen sollte? Verlasse den Waschraum. Mhm. So, eine Map gibt's aber nicht, ne? Ist mit alt, ne? Also. Test. Test. Ich sehe da keine Map. Klinge. Komm. Ah, okay. Mods können sich nicht löschen. Was Nachrichten angeht. Wieder was gelernt. Oh. Kann dann vielleicht Toffel deine Nachricht löschen? So von Mod zu Mod? Grusel, Grusel. Ja, das ist die Wäscherei. Geht nicht, ah ja. Ja, muss man ja wissen, ne? Die Frau ist nicht zu löschen, bitte. Aua! Also auch wenn er schon tot ist. Aua! So, pass auf. So, besser. Viel bequemer. Da kann ich rein. Oh Gott, Alter, wo treibe ich mich hier rum? Boah. Hat es gerade gekitzelt, wo mir der Schweiß den Bauch runtergelaufen ist. Also neben an der Rippen bis zum Bauch. Hier ist aber auch warm, ne? Sagt die Uhr, 9:30. Ah. Was, ich kann da rein, kann nichts machen da drin? Dreht noch nach, jawoll.
Das habe ich ja bei Dead Space so geliebt, ne? Wo einfach. Du hast total zerstückelt, ne? Mit jedem Tritt hast du immer mehr zerstückelt. Ah ja, sicher. Sauberer Facehacker. Was sind das für Dinger? Alter, ich mach nix. Mit der Radierung? Okay. Das ist schon bei Waschbärbäuchlein der Fall, dass es kitzelt, gerade wenn noch Fell mit dran ist. Oh ja, und was da für ein Fell dran ist. Das gesamte Winterfell ist noch vorhanden. Junge, Junge. Mein kleiner Waschbärbauch. Ah, Dinge. Oh, cool. Oh, da muss ich vielleicht in einem anderen Raum nochmal gucken. So viel Info. Ach, es ist eigentlich ganz, ganz kuschelig. Wie so ein Langhaarteppich. Klavier. Aber putze die Zähne nach dem Kotzen. Inventar voll? Nein. Achso, Gesundheitsinjektor. Ja, gut. Denk an Katzenbabys. Katzenbabys, Katzenbabys. Oh, Katzenbabys haben aber auch Fell. Das kann nach hinten losgehen. Tu's nicht. Perserkatzen. Perserkatzen haben kein Fell und sehen eklig aus. Waschbärbabys. Genau. wie lade ich denn nach? Okay, ich brauche ein größeres Inventar. So viel ist sicher. Was haben wir hier? Money. Oh, was ich bestimmt schon alles verpasst habe, weil ich nicht gesehen habe, dass da hinter der Scheiben noch was liegt. Bestimmt nicht wenig. Na toll, vielen Dank ihr zwei. Abend ist gelaufen jetzt. Im Übrigen haben Perser Fell, du meinst Sphinxkatzen, die haben keins mehr. Genau die. Ich kenne mich nicht aus mit Muscheln, also mit Katzen. Katzen. Mit Katzen kenne ich mich nicht so aus. Hey. What the hell? Nein. Ah, da ist eine Scheibe. So, was gibt's hier? Außer Licht. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Grammatikalisch natürlich der Oberreißer. Okay. War die richtige Entscheidung. Der Raum ist leer. Dann geht's drüben wohl weiter. Halb zehn, ne? Ja, komm. Ein paar Minuten kriegen wir noch hin. Erstmal hier in dem Raum gucken.
Und da geht's wohl weiter da. Oh, ich hasse solche Entscheidungen, ne? Vor allem, wenn man keine Map hat. Warum habe ich keine Map? Die kann ich aufmachen. Und dann steht dann einer. Was haben wir hier noch? Ah, da kann ich auch tricksen. Dann komme ich aber nicht mehr raus, hä? Oder? Doch, da komme ich wieder hoch. Ich mache auf. Oder? Gucken wir erstmal hier. Liegt nichts. Okay. Kämpfen wir. Schnipp. Komm. Ah, ist abgehauen. Loser. So, hier ist dicht. Da liegt was. Makelloser Energieumwandler. Alter, die Geräusche, ne? Dann kann ich doch den wegtun. Und nimm dafür lieber einen makellosen. Ja, kein kleiner Dummer. Kann man auch nichts drücken? Nee, okay. Dann gehen wir mal hier durch. Was ist das eigentlich mit Speichern? Also automatisches Speichern, das sieht man ja immer, ne? Wenn der kleine Ring da unten kommt. Das O von Callisto. Was aussieht wie das Logo von The Ring. Aber Speicherpunkte an sich gibt es so keine bisher. Vielleicht gibt es noch ein manuelles Speichern. Wollte ich jetzt sagen, beim nächsten Speicherpunkt können wir ja mal die Sause machen. Also beim nächsten Mal automatischen Speichern. Was bestimmt gleich kommt. Alter, wo geht's denn da hin? Death is coming. Mhm. Da komme ich nicht mehr hoch. Glaube ich. Da liegt nix. Okay, okay, okay. Aha. Le Fahrstuhl. Da geht's dann wieder hoch. Gucken wir mal, was wir hier finden. Oh. Wenn ein Raum so aussieht, dann riecht das gewaltig nach Ärger. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? In wessen Führersbunker bin ich jetzt? Alter Schwede. Okay. Abfahrt! Genau. Also, ohne Scheiß, oder? Ich hab den Bunker gefunden. Liegt nix. Oh, hier, eine Nachricht. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten genau, am Turm der Kiste. Sind fast abgeschlossen. Und das Programm. Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Verstehen Evolution Sie? Passiert nicht im Labor, okay, sondern was haben wir in der noch alles? Welt. Ja, Muni ist voll. Ah, noch ein makelloser. Komm, da war doch noch einer. Der da, genau. Let it go. Let it go. So,
zum Teilsinjektor. Ach, das sind tatsächlich so wenige, ne? Oh, okay, da muss man doch ein bisschen aufpassen. Komm, dann scheiß auf die Makellosen. Oder? Sollen wir lieber Munition mitnehmen? Was kann man damit bauen? Also, klar, den Revolver haben wir gebaut. Komm, pack mal ein. So. Das Inventar ist echt zu klein. Guck mal, da kommen dann jetzt noch im Laufe des Spiels 6 weitere. Ja gut, das könnte reichen dann. Nahkampf. Alternativer Nahkampf. Elektro-Stockschlag. Brauche ich die beide unbedingt? Ah, ich kann sie eh nicht wegtun. Oh nee, guck mal hier. Das sind dann 9 Stück für Waffen und das 6 Stück für Gedöns. Okay, komm. Dann nehmen wir lieber noch ein bisschen Munition mit. Ne? Ja, jetzt voll. Ja, 24 Schuss. Warum blinken die jetzt? Das ist okay. Ja. Dann wird das wohl zukünftig so aussehen. 2 Gesundheit, 2 Munition und 2 Ersatzteile für den 3D-Drucker. Liegt hier noch was? Nee. Hier. Gibt nichts. Werkstatt. Ich höre den immer noch, ne? Den Sack. Aber gut, okay. Wenn es denn hier nicht weitergeht. Oh. Da noch einer. Na, mein kleiner schüchterner Junge, hast du deine Mami verloren? Boom. Jawohl. Credits. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Das war hier. Da war ja nichts. Nur, dass wir uns jetzt nicht verlaufen, ne? Ah, ja, ja, ja. I remember. Oh, falscher Knopf. Okay. Da, er hat gespeichert.